Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Schild. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in Spikeford angekommen und wurden mal direkt damit überrascht, dass wir hier die nächste Prüfung schon ablegen sollen. Hey, Arena Changer, willst du hier durch? Zu dumm, ich will dich nämlich nicht durchlassen. Das ist eine klassische Patt-Situation. Du willst durch und ich will nicht, dass... Und ich will dich nicht durchlassen. Tja, da gibt's nur eine Lösung. Lass uns kämpfen. Und ja, ich habe mir mal off-camp die Trainerkarte, also die Ligakarte vom Arena-Leiter angeguckt. Und da stand etwas Interessantes drinnen, was mich irgendwie... Ja, ich will es noch nicht spoilern. Wir werden... Ist Aqua-Durchstoß eine physische Attacke? Wusste ich jetzt gar nicht mal so wirklich. Aber okay, das erklärt, warum die Attacke manchmal schwächer ist als... Petitionsschuss. Ich bin mal gespannt, ob meine Theorie, die ich so, ja, vermute, sich als wahr entpuppt oder nicht. Ich hatte mich extra zwischen diesen Wänden auf die Lauer gelegt, um dich aufzuhalten, aber jetzt, wo ich verloren habe, ist das eh alles Jacke wie Hose. Ich muss dich wohl oder übel durchlassen. Na los, geh schon. Was ist mit der anderen da gerade? Keine Ahnung. Ja, ich hätte vielleicht noch mal ein paar Tränke kaufen können, aber egal. Passt schon. Die haben anscheinend nicht mal das Geld oder so für eine eigene... Okay, Pantimos. Für ein eigenes Stadion. Was haben wir denn da? Ein Challenger und du willst einfach so hier durch. Dann musst du erstmal an Team Yale vorbei und das wird nicht leicht, denn Spikeford ist unser Revier. Wir haben also Heimvorteil. Im Ernst, man wird sich hier doch so ein bisschen, ja, mulmiges Gefühl durchlaufen, oder? Durch diese Stadt. So eine bedrückende Atmosphäre beinahe. Hm. Ich weiß ja nicht so recht. Ein komplett anderes Ambiente wie eigentlich alle anderen Orte, in denen wir bisher je gewesen sind. Was jetzt aber auch nicht mal so verkehrt sein muss, sagen wir mal so. Mein Pokémon findet das total stark, wie stark du bist. Sobald wir wechseln, geht die Neontafel da drüben an. Das heißt, dass du weiter kannst. Mhm. Anti. Ja, und anscheinend gibt es in dieser Stadt wirklich kein eigenes Stadion. Also Rose, du solltest vielleicht mal deine Kohle hier ein bisschen rein investieren. Und der Stadt... Uli, 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 wem wir gerade zugejubelt haben? Niemanden, wir waren einfach ein Uli, Laun, Uli! Okay. Sah ein bisschen gefährlich aus. Na, haben wir dich erschreckt? Ehrlich gesagt bin ich sogar selbst ein bisschen erschrocken. Aber nicht von mir selbst, sondern weil die Landung so wehgetan hat. Sei so gut und kämpf gegen mich, damit ich von diesen Schmerzen abgelenkt werde. Okay. Ein Iro-Keg.
Ja, der Irokesenkeks, der kann gegen meinen Starter doch auch nichts ausrichten, denke ich mal. Na doch, ein bisschen was, aber nicht genug, um mich zu besiegen. Nein, nein. It's a crit! It's just a crit! Wird in dem Spiel auch irgendwie nichts Besonderes, oder? Man landet die Sau oft? Ja, ich habe verloren, aber ich habe auch unter fürchterlichen Schmerzen gekämpft. Das könntest du ruhig ein bisschen würdigen. Naja, wenigstens tut mein Bein jetzt ein bisschen weniger weh. Also kann ich das weitersuchen. Warum stehen hier eigentlich immer zwei von denen, aber man kämpft nur gegen einen? Und schon wieder ein Pantimos. Hey, deine Pokémon pfeifen inzwischen bestimmt auf dem letzten Loch. Heißt das nicht aus dem letzten Loch? Wow, er ist halt richtig akrobatisch. Wir wollen berühmt werden, darum üben wir Tag und Nacht unser Backflip. Da staunst du, was? Ja, also ich kann keinen. Hey, staun gefälligst. Wenn du durch das ganze Gestaun abgelenkt bist, kann ich derweil nämlich heimlich gewinnen. Okay. Ein Schneebunner. Na gut, wir sind jetzt in der 7. Arena. Da kann man auch schon mal so ein Pokémon reinschicken, ne? Wow, wir sind sogar schneller als ein Schneebunner. Legen jetzt aber leider nicht One-Shot. Und es kommt mit Eissplitter. Na gut, letzte Versuchung, uns noch zu besiegen. Hat aber auch nicht so ganz gelungen. Upsi, ich hätte wohl eher an meinem Kampfstil fallen sollen als an meinem Backflip. Danke für den Tipp, Schwester. Du hast einen neuen Fan in mir gewonnen. Ja, also ihr habt auch einen neuen Fan. Also für die Backflips sehen schon ziemlich cool aus. Das muss man euch lassen. Also Marie hat ja anscheinend wirklich einen Vorteil, wenn Team Yell die wahrscheinlich sowieso nicht herausfordern werden. Ich glaube, ich wechsle einfach mal mein Pokémon. Die kommen ja eh alle mit Unlicht Pokémon. Da können wir mal Infernopol reinschicken, denke ich mal. Jetzt steht hier mir so richtig auf. Du denkst wohl, als Arena-Challenger kannst du hier völlig ohne Konsequenzen Ärger stiften. Tja, da muss ich dich enttäuschen. Falsch gedacht. Hey, du bist umzingelt. Wenn wir mit dir fertig sind, kannst du nach Hause fahren. Puh, fast hätte ich meinen Einsatz verpasst, aber um mich zu schminken, war keine Zeit mehr. Ah, es ist jetzt erst. Ja, das ist wichtig. Wir von Team Yell sind in Wirklichkeit die Arena-Trainer von Spikeford. Ja, ich glaube, dass ohne ihre Schminke sehen die echt seltsam aus. Käfer bis auf Cleopatra und du setzt Schaufler bitte auf Piontragi ein. Und Gorgantus ist natürlich das langsamste von allen, war ja klar. Selbst Piontragi ist schneller als mein Infernopod. Was ist denn das? Okay, die Schaufler-Animation sieht ein bisschen komisch aus, aber naja. Was soll's. Da kommt Gorgantus. Mach es platt!
Sehr schön. So muss das laufen. Also ich hätte es vielleicht besser. Ja, bla bla bla. Pa, mir doch egal, dass du gewonnen hast. Als nächstes kriegst du es mit dem Arena-Leiter zu tun. Und der hat mächtig was auf dem Kasten. Ich mache mir keine Illusion. Jeder weiß doch schon längst, wer wirklich hinter mir steckt. Dass du mich ohne meinen Teamschminke erwischt hast, kannst du keinen, bestimmt nicht. So, und jetzt mache ich erstmal die Biege, nur zur Sicherheit. Ja, das tut mich eben in meiner These doch irgendwie bestätigen, dass Marie eventuell die Schwester von dem Arenaleiter ist. Ist jetzt nur so meine Vermutung. Aber bestimmt werden wir sehen. Ich glaube, ich setze einfach mal Legios ein als erstes und dann mal gucken. Bitte, was? Könnt ihr jetzt mal kurz den Mund halten? Ich rede. Oh, Sky, hast du mich erschreckt. Tut mir echt leid, aber ich bin so wütend. Ich habe gerade verklickert bekommen, dass Spikeford für mich abgeriegelt wurde. Mit Spikeford geht es einfach immer weiter den Bach runter. Und was unternimmt Arenaleiter Netz dagegen? Nichts. Er tut so, als wäre alles in Butter. Deshalb haben wir irgendwann die Sache in die Hand genommen. Wir haben uns als Team Yell verkleidet, um die anderen Arena-Challenger zu sabotieren. Unser Plan war, keine anderen Challenger in die Stadt oder ins Arena-Stadion zu lassen. Damit hätte Miss Marie ein leichtes Spiel gehabt und die Arena-Challenge ganz allein gerockt. Das wäre ihr Ticket vom Champ Cup gewesen. Ihre Chancen, den Champ Cup vom Thron zu stoßen, den Champ vom Thron zu stoßen, wären damit sowas von gestiegen. Ich fasse es nicht, das ist doch Betrug. Unter guten Fans stelle ich mir definitiv was anderes vor. Sky, vergiss diesmal alle Arena-Formalitäten. Geh einfach direkt in den. Geh einfach direkt den Arena-Leiter herausfordern. Okay. War er nicht sogar die Person, die damals nicht da gewesen ist beim der Zeremonie? Endlich kommt mal jemand. Als Arenaleiter bin ich nicht wirklich zu was zu gebrauchen, musst du wissen. Ich hatte schon Panik, dass mich deshalb keiner herausfordern würde. Aber dank meiner guten Ohren habe ich die Sache mit dem Tor mitgekriegt. Ich kapiere die ganze Aktion hier, aber so allein zu sein, hat ganz schön in der Seele wehgetan. In diesem Stadion ist Dynamax leider nicht einsetzbar. Ich kann dir also nur einen einfachen Kampf bieten. Ich hoffe, du wirst trotzdem ein bisschen Spaß daran haben. Dann wollen wir mal. Ja, und ich trinke mal kurz was. Ich bin der Arenaleiter von Spikeford und begnadeter Trainer von Unicht-Pokémon. Dank meiner sensiblen Seite nennt man mich den wehrmütigen Ness. Dieses Lied ist für alle, die glauben, mich in einem Pokémon-Kampf besiegen zu können. Also für dich. Mein Team kann es kaum erwarten. Jetzt wird gerockt, Spikeford. Ich will euch alle hören, sagt es mir. Los, Irokex, Bedroher! Er hat eine coole Musik. Das kann man definitiv sagen, er hat eine coole Musik. Hört sich bisher am besten an von den Arena-Leiter-Themes.
Ja gut, da ist es gar nicht so verkehrt, dass ich in Kramau gewechselt bin. So negieren wir den Metroa wieder und haben noch ein Pokémon, das ja effektiv angreifen kann. Calamanero. Haben wir irgendwas gegen Calamanero? Das war Unlicht Psycho. Oder? Und nicht Fee? Ich glaube ohne Psycho sogar. Also haben wir hier Infernopod eigentlich ganz gute Karten gegen. Mit seiner Fähigkeit Umkehrung mit Calamanero euch ordentlich aufmischen. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Er spoilert gerne ein paar Sachen. Zum Beispiel eben sein... Ja, seinen nächsten Move. Also was er als nächstes so plant oder er gibt einem ein paar Hinweise. Barrikada. Ja, das war... Dieser Fuchs. Oder... Ja, doch, der Fuchs. War das nicht die Weiterentwicklung von Geradak? Von Gala Geradak? Hier kommt das da, meine Band. Sein gellendes Röhren ist ein Markenzeichen. Okay. Ein Two-Shot. Oh, Konter. Autschi. Was machen wir denn? Golgantis ist mir zu gefährlich eigentlich. Inteleon. Ablocker. Also ist das sowas wie Schutzschild. Schätze mal ja. Und Gunther. Okay, da kann ich mal mit Golgantis versuchen. Eventuell klappt es mit Golgantis oder auch nicht. Wir werden es ja sehen. Bei mir gibt es keinen Zug, aber keine Songs, keine Attacken und auch keine Pokémon. Der Typ ist ein bisschen seltsam, aber gut. Es werden zwar alle stinken, aber was soll's. Guntank, zeig's ihnen. Tiefschlag und Toxin. Ja. Wir überleben das zumindest. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass sein Guntank meine Attacke nicht mehr überlebt. Tut es nicht. Wunderbar. Damit war's das. Überschallknall. Der Anwender greift alle Pokémon im Umkreis mit einer gewaltigen Knall an. Ja, glaub, das kann man sogar mal nehmen. Na komm, für Funkensprung, egal. Ich weiß, Toxin setzt eh nie ein, aber was soll's. Meine Pokémon und ich haben alles gegeben. Lass uns das irgendwann mal wiederholen. Ich bin froh, dass ich gegen dich antreten durfte. Meinem Pokémon scheint es genauso zu gehen. Hier, das ist der Unlichtorden.
Oh yeah. Und alle sind enttäuscht. Oh. Eine Uniform kriegst du auch noch. Ich sollte die Dinge unbedingt auf meinen Konzerten verkaufen. Das nächste fordert dich bestimmt meine kleine Schwester Marie heraus. Ich hab's gewusst. Das war schon ein bisschen bewegend. Du hast den Kampf also mitverfolgt. Dann kann ich nur hoffen, dass du dir kein Vorbild am Ende im Schwesterchen. Ach was, deine Taktik war nicht übel. Ich habe mir ein paar gute Ticks von dir abschauen können. Wirklich? Hör mal, Marie, es gibt da was, was ich dir sagen wollte. Ich wollte meine Stelle als Arenaleiter von Spike for Gen an dich abtreten. Das weiß ich doch schon längst. Du willst nach dem Turnier zurücktreten, richtig? Weißt du, dafür, dass du dich strikt weigerst, Dynamax einzusetzen, hast du als Arenaleiter echt gute Arbeit geleistet. Das mag ich an dir, Bruderherz, aber ich muss dich trotzdem enttäuschen. Meine Antwort ist nein. Ich will doch der nächste Champ werden. Da kann ich nicht auch nur Arenaleiter sein. Stimmt, da war ja was. Okay, dann lass mich doch mal überprüfen, ob du das Zeug zum Champ hast. Danke, dass du meinem Bruder so einen tollen Kampf geliefert hast, Guy. Aber jetzt bin ich dran. Du darfst dich also vom Acker machen. Bis bald. Wow, das war direkt. Du hast Nest besiegt, was? Hier hast du deine TM zur Belohnung. Standpauke, okay. Hey, auf Foto 9 gibt es einen Notfall. Es scheint so schlimm zu sein, dass sogar der Champ dafür anrücken musste. Luda, du hast Nest besiegt, stimmt's? Dino könnte deine Hilfe sicher gebrauchen. Komm, ich bring dich zu ihm. Nein! Kaboom! Hey Sky, danke, dass du gekommen bist, aber ich gehe diesem Lärm schon auf den Grund, keine Sorge. Ich will, dass du und Hop euch voll und ganz auf die Arena-Challenge konzentrieren könnt. Euch fehlt nur noch der Orm von Roy, dem Drachen-Arena-Leiter. Aber Roy ist eine Nummer für sich. Er ist so stark, dass ich ihn als meinen Rivalen anerkenne. So, genug geredet. Ich muss jetzt diesen Lärm von oben auf den Grund gehen. Ich, Dino und der Unschlagbare, werde eure Zukunft mit allem verteidigen, was ich habe. Das kam von der anderen Seite des Tunnels, das ist mein Stichwort, ist Champ Time. Ja, und ich würde mal behaupten, wir können im nächsten Part dann durch den Tunnel gehen. Hä? Oh, und hier gibt es auf einmal wieder Leute, wow. Gut, ich schätze mal, Spikeford haben wir schon alles gesehen, also allzu viel dürfte es hier wohl nicht geben. Von daher brauchen wir uns hier wahrscheinlich nicht mehr groß umzuschauen. Ich kaufe nur noch ein paar Tränke nach, dass wir da wieder aufgefüllt sind. Und dann würde ich auch schon sagen, war es das mit Pokémon Schild für heute. Oh, Hyperheiler gibt es auch noch. Super. Schutz, ja, für was brauche ich überhaupt Schutz? Eigentlich gar nicht, ne? Gut, das war's aber wie gesagt mit Pokémon Schild für heute. Wenn euch das Video gefallen sollte, lasst gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ. Bleibt euch überlassen, gerne mit einer kleinen Bekündigung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst bald wieder dabei sein werdet. Wenn wir uns dann mal anschauen, was es mit diesen Explosionen auf sich hatte. Ja, bis dahin. Ciao, ciao, Leute.